Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir über die E-Funktion. Ganz konkret sprechen wir darüber, wie du die Ableitung von der E-Funktion ermittelst, wenn denn die E-Funktion mit anderen Funktionen, wie zum Beispiel irgendwelchen ganz rationalen Funktionen, addiert oder subtrahiert werden. Das heißt, du hast die E-Funktion plus minus andere Funktionstypen. Du siehst hier an der Seite schon eine Menge Beispiele, die wir natürlich Schritt für Schritt gemeinsam besprechen werden. Und falls du da Bock drauf hast, dann würde ich sagen, nach dem kurzen Intro schauen wir uns das Ganze schrittweise mal gemeinsam an. Viel Spaß dabei! Ja, schauen wir uns erstmal direkt das erste Beispiel an. Wenn du sogenannte Summendifferenzen von verschiedenen Funktionstypen siehst, wie jetzt das jetzt genau hier in diesem Video der Fall ist, wir haben hier eine Kombination aus irgendwelchen E-Funktionen mit anderen Funktionstypen, dann würde ich an deiner Stelle erst einmal in deinem Kopf sogenannte Pakete schnüren. Das heißt, du weißt ja, aufgrund der Summenregel bei der Ableitung, das Ganze findest du ja in dem Video elementare Ableitungsregeln, das verlinke ich dir übrigens in den weiteren Informationen oder wenn du hier oben auf das i klickst, dass man erst einmal grundlegend alles, was durch ein Plus und durch ein Minus getrennt ist, einzeln ableitet. Das heißt, das hier wird sozusagen das erste Paket sein, das hier das zweite und das hier das dritte. So. Und jetzt eine gute Nachricht, e hoch x ist abgeleitet e hoch x. Das heißt, wenn wir f' bilden wollen und die Ableitung von e hoch x suchen, sind wir hier bei e hoch x. Zweites Paket. Aufgrund der elementaren Ableitungsregeln weißt du ja, dass die Ableitung von Zahl mal x einfach nur die Zahl ist, also plus 5. Und du weißt auch, dass das gibt ja die Konstantenregel, dass eine reine Zahl beim Ableiten wegfällt. Also ist das hier genau f'. Die Regel besagt also, die Ableitung von e hoch x ist tatsächlich e hoch x. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Hier haben wir jetzt Zahl mal e hoch x. Auch Zahl mal e hoch x ist tatsächlich abgeleitet Zahl mal e hoch x. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier wieder unsere Pakete überlegen, erstes Paket, zweites Paket, drittes Paket, viertes und fünftes und unsere Summenregel hier drauf anwenden, dann schauen wir als erstes ja sicherlich 3 e hoch x an und Zahl mal e hoch x ist immer noch Zahl mal e hoch x, hier also 3 e hoch x. Jetzt schauen wir uns die 2x hoch 4 an. Potenzregel und Faktorregel. Ja, 2 mal 4 ist 8. X und oben ein abziehen. 4 minus 1 ist 3. Wie gesagt, die Basics, die findest du schon alles, ja, die ganzen Basics findest du schon in weiteren Videos komplett detailliert erklärt. Ja, minus 5 mal x Quadrat ist abgeleitet minus 10x. Ja, 4 mal x, also Zahl mal x, ist abgeleitet nur noch die Zahl, also die 4 und reine Zahl fällt weg. Das heißt, die zweite Regel ist, konstante Zahl, dafür steht jetzt hier das c, mal e hoch x, ist immer noch abgeleitet, konstante Zahl mal e hoch x. Letztes Beispiel, hier habe ich mir überlegt, dass dort einfach mal ein Minuszeichen vor der e-Funktion ist. Auch hier gilt wieder, minus e hoch x ist abgeleitet minus e hoch x. Ja, die Ableitung von x ist 1, ja, und eine reine Zahl, wie jetzt hier die minus 1, denn du kannst ja hier auch wieder diese Pakete schnüren, ja, und die minus 1 fällt natürlich als reine Zahl beim Ableiten weg. Also merkt ihr vielleicht noch zusätzlich, dass die Ableitung von minus e hoch x ebenfalls minus e hoch x ist. Vielleicht noch eine kleine Begründung. Denk immer dran, minus e hoch x ist eine Abkürzung für minus 1 mal e hoch x. Und eigentlich ist es schon eigentlich nur eine ganz kleine Variante dann halt von der zweiten Regel. Also Zahl mal e hoch x ist immer noch Zahl, also abgeleitet Zahl mal e hoch x. Ja, so funktioniert das Ganze, wenn du Summen und Differenzen mit der E-Funktion gegeben hast und diese ableiten solltest. Ja, das war auch schon die Rechnung für dieses Video. Ich hoffe, sie hat dir geholfen. Wenn das der Fall ist, bitte vergiss nicht, das Video zu bewerten. Und jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Zu dem Thema elementare Ableitungsregeln habe ich einen öffentlichen, kostenlosen Blogartikel verfasst. Du siehst ihn hier an der Seite schon einmal durchgescrollt. Du kannst ihn dir gerne anschauen, durchlesen, dann werden dir die Inhalte sicherlich nochmal ein Stück weit klarer. Den Link dazu findest du in weiteren Informationen hier unter diesem Video. Klick einfach drauf. Wenn du da bist, vergiss nicht, den Blogartikel zu bewerten. Ich würde mich mega freuen. Und ein kleiner letzter Hinweis, falls dir genau diese elementaren Ableitungsregeln und die Kettenregel und die Produktregel und die Quotientenregel und so weiter, der irgendwelche Schwierigkeiten bereiten, hierzu gibt es ein komplettes Übungs-E-Book. Ich glaube, das ist sogar das Übungs-E-Book, was ich am meisten bisher verkauft habe. Es ist sehr, sehr gut, glaube ich. Und falls du für einen günstigen Groschen wirklich gute Übungsaufgaben haben möchtest, die dich dann bei der nächsten Klassenarbeit oder bei der nächsten Klausur ja unterstützen werden, dann hol dir das Ding. Auch diesen Link findest du in der Infobox. Und jetzt vergiss nicht zu abonnieren, zu kommentieren, zu liken, zu teilen.
Und das war's von mir für heute. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen und eine Sache steht immer fest, deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.